Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Just Cause 2, Part 7 von Mio94. Seit dem letzten Part sind wir hier unterwegs mit unserem neuen Sniper-Gewehr und Geschütz! Wir es aus! Die Küste ist gesichert! Ah, keine Munition mehr! Fuck! Dual Wheels! Oder doch nicht? Mehr Munition, mehr Munition, mehr Munition. Wir sind und da. Geschütz. Scorpio, halten Sie mir den Rücken frei, während ich das System hacke. Okay. Bleibt standhaft, Roaches. Da kommen die Hunde der Regierung. Irgendwas zum Zerstören hier? Warte, da war doch gerade was zum Looten, oder? Keine Ahnung. Scheiße, halten Sie sie auf. Ich muss nur... Das ja, ist ja kein Problem, mach einfach. Zeit haben wir. Und zwar mehr als genug. Denn durch kommt hier eh keiner. Oh Gott, jetzt wird's lustig. Okay, ich hab's gleich geschafft. Auch wenn der Spaß nicht gerade lange hielt. Direkt. Und geschafft. Scorpio, Scorpio. Fuß fassen. Ein Achievement für... Meistern Sie drei Festungsübernahmen. Gut. Und nun? Oh, da war was zum Zerstören. Okay, Roaches Gebiet. Achso, die breiten sich zwischendurch noch ein bisschen aus, denke ich mal. Ja, übertreib halt mit dem neuen Zeug. Komm. Hau da noch mehr drauf. Lass mich raten, das Einflussgebiet wurde vergrößert. Oder so. Warte, wo? Da. So, alle Kräne können wir kaputt machen, wie es aussieht. Was war das? Einfach ein bisschen in die Ferne ballern. Weil das ja auch so viel macht, ne? Wenn da so eine riesige Konstruktion ist und dann da so ein paar Kugeln durchfliegen. Das dann direkt so in sich kracht. Aber hey, mich soll es ja nicht stören. Wo sind hier Leute? Nirgendwo. Gut, weitermachen. Da hinten. Da. Du weißt über die Anführer der Gruppen Bescheid, ja? Ja, jetzt schon. Aber pass auf. Der Karl, den sie Razor nennen, ist der gefährlichste von allen. Ja, klar, und den mag ich am meisten. Wenn einer der Roaches diesen Namen verdient, dann er. Immerhin schneidet er seinen Feinden die Kehlen durch und wäscht sich mit ihrem Blut. Ja, okay, das zweite ist eklig, aber... Naja. Hey, das ist schon besser. Was ist besser? Ich war das nicht. Außer wenn es irgendwas Gutes ist, dann war ich das. Ihr Sloth Demon. Komm, geh weg. Die Sittenpolizei des Präsidenten hat unseren Freund Carl Blaine einkassiert. Er soll dekontaminiert werden. Kein Problem. Zusammen mit allen anderen verdächtigen Elementen auf der Insel. Hoffen wir mal, dass er den Schleudergang überlebt. Das ist so eine eklige Pedo-Stimme. Wann merke ich das eigentlich, dass das nichts bringt mit so einem Dingen? Das ist nämlich wirklich so, dass es den Dingen scheißegal ist. Aber das hier wohl weniger, auch wenn es gerade vollgefüllt war. Geht doch. Oh, jetzt sind hier aber Leute in der Nähe. Soll mich trotzdem nicht stören, ne? Wir haben Kampfhandlungen in diesem Sektor. Ohne Verzögerung. Scheiße, jetzt sind sie nicht wirklich. Ein
ein Magazin höchstens. Dann wirst du das. Na, oder nicht? Dann halt so. Beste Möglichkeit, um auf eine andere Seite zu kommen. Ja, was jetzt? Doof rumlaufen im Kreis. Warte, hier ist die nächste blaue Mission. Oder ist das einfach nur ein Gebiet? Nö, das ist nur ein Gebiet. Okay, wollen wir mal wieder zurück zu unseren Leuten? Das scheint uns nämlich wieder ungesehen zu machen. Oh, die haben hier einen Heli, den packen wir uns doch. Der ist kostenlos. Kostenlos mag ich. So. Jetzt. Wollen wir mal gucken, was es denn so gibt. Also hier können wir direkt eine neue Mission machen. Da gibt es auch eine Mission. $10.000 oder $10.000. Also ich finde ja 10.000 hört sich besser an als 10.000, aber wollen wir mal gucken, was es noch so gibt. 17... 10. Das markieren wir uns doch. Und einfach mal direkt rüberfliegen. Ich denke mal, das wird jetzt nicht allzu lange dauern. Gott verdammt, warum drücke ich denn immer Alt? Ich will den eigentlich so seitlich drehen, aber... Nee, der will nicht. Also einfach weiter. Und die schöne Gegend betrachten. Ach ja, wunderbar. Schön viel Wasser. Kommen wir mal ein bisschen tiefer fliegen. Wir wollen ja das Wasser sehen. Oh, nicht zu tief, nicht zu tief. Na doch, ein bisschen tiefer. Uns liegen Berichte über mehrere Feuergefechte und Gewaltausbrüche im Hafen von Pelabuhan vor. Ein Sprecher der Militärpolizei hat mittlerweile allerdings bestätigt, dass die Lage unter Kontrolle ist und der Hafen nicht von einer kriminellen Gruppierung übernommen wurde. So, wie tief kann ich denn? Na, ich habe irgendwie Schiss, noch tiefer zu gehen. Oh ja, das war's. Ja, zum Glück bin ich ja nicht noch tiefer gegangen, als ich eigentlich wollte. Chaos ist das Gegenteil von Ordnung, Scorpio. Und jemand, der die Ordnung gern stört, wird bald merken, dass Panao in dieser Beziehung ein echter Volltreffer ist. Da soll mal herkommen. Komm, komm mal her. Hey, Polizei, ich brauch mal Hilfe. Zieh das raus! Wir haben Kampfhandlung in diesem Sektor. Ohne Verzögerung! Sofort eingreifen! Jetzt muss ich den dann noch hauen. Okay, vielen Dank. Nee, du greifst nicht an. Ich will hier ja einfach nur weg, tut mir leid. Mehr wollte ich ja eigentlich gar nicht, ich wollte mir das Ding nur leihen. Einfach nur, um wegzukommen. Weil ich viel zu doof war, um mit diesem Drecksheli zu fliegen. Aber hey, passt schon. Und das sieht ja schon schön aus bei Nacht. Trotz des Einsatzes tausender Polizisten und Soldaten war die Suche nach dem weißen Tiger bisher ergebnislos. Letzterer versetzt das Land weiterhin in Angst und Schrecken. Angeblich hat er inzwischen mehrere hundert Anhänger, die ihn in ihrer Verblendung als neuen Messias feiern. Ich war das nicht. Ja, toll. Darf ich noch weiter? Oh, hier scheint ein Colonel zu sein. Oder nicht? Oder einfach eine Propaganda, geht auch. Hm. Gerade so ein Dreck, hätte ich doch mal den Heli behalten. Aber war ja nicht meine Schuld, ne? War ja seine Schuld, dass er sowas nicht kann. Hm, ich könnte mir jetzt auch ein Fahrzeug oder so schnappen. Oh nein! Ja, so wollte ich das nicht machen. Ah, toll, jetzt muss ich wieder Gas geben. Toll, und jetzt habe ich den Typen von seinem scheiß Motorrad runtergeholt. Runtergeholt. Oh ja.
Kindische Let's Plays sind doch was Tolles. Ach Gott. Obwohl, das auch gefällt mir. Das nehme ich doch. Auto. Oh Gott, das geht ja mal viel besser. Wow, lenk, lenk, lenk. Dreck, dreck, dreck. Wir nehmen die schnellere Route. Verdammt. Ich wollte driften. Ich glaube, wie gut ich einfach im Fahren bin. Warte, war hier nicht irgendwo der Wal? Hier war irgendwo ein gestrandeter Wal. Das war, das weiß ich. Das war ich. Ein Kilometer, nee, zwei Kilometer noch. Gott, so ein Dreck. Also ich denke mal, wenn ihr euch das hier anguckt, dann werden wir wohl den Großteil der Zeit damit verbringen, irgendwie irgendwas hochzuklettern oder irgendwie zu sagen, ah verdammt, jetzt habe ich schon wieder einen Heli verloren. Genosse, eine unabhängige Rebellengruppe im Dschungel ist mit einem weißen Tiger verbündet. Auf den die Beschreibung des Amerikaners passt, den Sie suchen. Dann erzählen Sie allen, dass ich diesen weißen Tiger suche und für jede brauchbare Information bezahle. Ich bezahle aber nicht. Das kannst du mir nicht glauben. Da spricht der Jude in mir. Tut mir leid, aber das ist so. Ah, jetzt darf ich... So. Und jetzt trinke ich einen Schluck. Das waren drei. Also drei Schlucke. Schlucke, Schlucke, was weiß ich. So, und jetzt packen wir uns nochmal ein Auto. Wo ist denn eins? Wo ist denn eins? Gerade hier nicht. Weil er das überleben kann. Aber Motorräder. Ihr seid freundliche Motorräder. Bam. Wheelie! Mach Wheelie! 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 Egal, weiter. Also Fahrzeuge scheinen auch gar nicht mal so doof zu sein. Was war das? Gerüchte, dass sich der als Weißer Tiger bekannte Terrorist und Serienmörder in der Hauptstadt aufhält, wurden vom Chef der Polizei dementiert. Der okay, er ist also in der Hauptstadt. Mythos, so der Polizeichef, der im Falle seiner Verhaftung standrechtlich erschossen wird. Auch die jüngsten Gerüchte über Unruhen in Panama City entbehren jeglicher Grundlage. Wo ist dieses Drecksmotorrad? Da unten? Nee, das ist einfach nur Schatten. Oh, noch ein Motorrad, danke. Ey. Du gibst mir ein Motorrad. Blöd, Mann. Fährt er einfach so an mir vorbei. So. Ab in die Telefonzelle. Ich habe oder vielmehr hatte einen Mitarbeiter. Einen sehr fähigen Hacker namens Little Guy. Komischer Name. Als er kürzlich verhaftet wurde, hat er mit der Regierung einen Deal gemacht. Nämlich, dass er nicht hingerichtet, sondern nach Korea abgeschoben wird. Im Tausch gegen Informationen, Codes und Passwörter. Letztere brauche ich natürlich wieder. Wir hatten keine Ahnung, wo er steckt. Bis uns gestern der Zufall geholfen hat. Einer meiner Männer ist über einen Betrunkenen gestolpert, der Little Guy nach Korea ausfliegen soll. Ich will, dass sie zum Flughafen fahren und diesen Piloten finden. Also ich habe mir gerade vorgestellt, da liegt ein Betrunkener irgendwo in der Ecke. Einer geht da lang und stolpert über den. So habe ich das gerade verstanden. So, was ist denn hier Schönes drin? Munition für mich, toll. Und da ist ein Auto für mich. Wenn Sie den Piloten finden, stellen Sie ihn kalt und nehmen Sie seinen PDA. Er enthält seine Flugpläne. Vorhin nehme ich mir das Auto hier. Schön, dass die mich nicht suchen. Pilot, Pilot. Ach Gott, verdammt.
Ach Gott, war zum Glück nur eine Absperrung. Genauso wie die hier, das waren auch nur Absperrungen. Wir haben Feindaktivität in diesem Sektor. Alle Einheiten, vorrücken! Bam! Pilot tot. Da ist es! Laden Sie die Flugpläne runter! Alle Mann hinlegen! Bringen wir es zu Ende! Einmal dahin. Wir. Little Guy wartet schon auf dem Flugfeld. Kann es gar nicht erwarten, mit all seinen Codes und Passwörtern abzuhauen. Hoch. Oder nach vorne am besten. Ha? Ah, und ich kann schießen! Soll ich den jetzt killen? Hi. Oh Gott. Was soll ich denn jetzt machen? Entführen Sie das Flugzeug. Okay. Und tschüss. Helfen Sie mir etwa, das Land zu verlassen? Klar. Nicht wirklich. Also verlassen wir schon. Komm hoch da. Wie wär's mal mit abheben? Okay, dann geben wir halt erst noch mehr Gas. Und jetzt aber. Komm, wir bringen ihn einfach mal zum Kotzen. Oh nein. Oh Gott, nein, nein, nein. Sie bringen mich zu den Roaches. Gott verdammt! Ah, ich bin so schlecht und ich muss einen Cut machen. Aber schöner Abschluss, ne? Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, ciao.